Aloha und ganz, ganz herzlich willkommen zur Engelbotschaft für den Juni. Und wie immer ist ja die Engelbotschaft auch eine Energieübertragung, ein Channeling der Frequenzen. Und ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. Und in dieser Engelbotschaft überbringen uns die Erzengel, Göttinnen und auch das Council of Light, also auch mit die Christusenergie, die Frequenz von Wunder. Bevor wir starten, möchte ich dir noch den neuen Goddess Awakening Circle vorstellen. Der bisherige Goddess Awakening Circle shiftet auf eine neue Stufe und ist ab sofort ein Divine Feminine Empowerment Membership und Community. Eine Community von erwachenden Frauen, die bereit sind, ihre innere Göttinnenkraft und ihre spirituellen Fähigkeiten noch bewusster zu erwecken und zu leben, gerade auch im Alltag. Dieser energetische Kreis und Community wird von der geistigen Welt und den Göttinnen mit Healing Frequency unterstützt, das bedeutet mit hochfrequenten Lichtcodes. Innerhalb der Community finden rund um den Voll- und Neumond Live-Channelings und verschiedene Events statt. Was bleibt, ist der virtuelle Heilige Tempel Circle mit Live-Channeling und Energieübertragung an drei Abenden rund um den Vollmond und natürlich die gechannelte Meditation mit den Göttinnen-Lichtcodes. Neu ist, dass die Community, die Membership-Plattform zum wertschätzenden Austausch und Verbundensein durchgehend geöffnet ist. Es gibt ein zusätzliches Live-Event oder Channeling oder auch ein Meeting am Neumond. Es haben sich bereits viele wundervolle Frauen angemeldet und ich lade auch dich ganz, ganz herzlich ein, Teil dieser kraftvollen, inspirierenden und segensreichen Community von herzzentrierten Frauen zu sein und den Goddess Awakening Circle zu bereichern. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Alle Infos dazu findest du unter dem Video. Und wir definieren ja Wunder als irgendwas, was außergewöhnlich ist, was nicht alltäglich ist, was nicht jedem passiert, was nur unter ganz besonderen Umständen und besonderen Menschen in besonderen Zusammenhängen geschieht und was dann auch sehr, ja, spektakulär sein muss. Was wäre, wenn Wunder was ganz Normales, Natürliches, Alltägliches wären? Weil wenn wir uns auf die Frequenz von Wunder einstimmen, wenn wir auf dieser Frequenz der Liebe sind, ist nämlich alles ein Wunder und nichts. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Inspiration mit der Engelbotschaft für den Juni. Schließ deine Augen, lass dich entspannt in die Frequenzen von Wunder und Licht und Liebe begleiten. Sei gegrüßt, geliebte Seele, geliebte Botschafterin, geliebter Botschafter des Lichtes und der Liebe. Heute möchten wir mit dir über Wunder sprechen. Wir, das sind das Council of Light. Lichtwesen, die sich zusammengefunden haben, um jetzt mit einer Stimme, mit einer Frequenz zu dir zu sprechen und diese Frequenz des Lichtes zu dir fließen zu lassen. Unter anderem Jesus Christus, Mutter Maria, Erzengel Michael, Raphael und Zadkiel, pleiadische Sternengeschwister, arcturianische Abgesandte, Göttinnen, Saya und Venus. Und im Grunde
musst du nicht wissen, wer wir sind. Denn du kannst fühlen, deine Seele weiß, in welcher Lichtfrequenz wir schwingen. Und wenn wir heute mit dir über Wunder sprechen, so möchten wir dich daran erinnern, dass Wunder per se nicht existieren. In deiner Definition sind Wunder seltene Zufälle, Heilungen, Erscheinungen. Doch wenn du dich öffnest für deine wahre Essenz, die Licht und Liebe ist, die auf einer Welle, auf einer Frequenz von Licht und Liebe schwingt, dann sind Wunder das Natürlichste im Universum. Wenn du auf dieser Frequenz von Licht und Liebe schwingst, immer öfter, immer andauernder, denn im Grunde bist du reines Licht und reine Liebe in deiner Essenz. Und daran darfst du dich jetzt erinnern, denn dann sind Wunder, sogenannte Wunder, an der Tagesordnung. Du merkst, wir bedienen uns deiner Worte. Eine Tagesordnung gibt es nicht. Wunder sind die Frequenz von Licht und Liebe in eine sichtbare Materie gebracht. Wunder können auch Begegnungen sein, Geschenke des Universums. Jedes Mal, wenn du ein Wunder erlebst, hast du dich mit deiner Essenz verbunden und dich geöffnet für die grenzenlose Fülle an Licht und Liebe, an Wundern, die das Universum, die deine Seele für dich jederzeit bereithalten. Es ist nicht so, dass Wunder dir zufällig geschehen oder begegnen, sondern du hast dich dafür geöffnet. Du bist aus dem Weg gegangen. Dein Verstand hat sich nicht länger dem Fluss der Fülle der Wunder entgegengestellt. Es kann so einfach sein. Akzeptiere, dass Wunder alltäglich sind. Erwarte keine übermenschlichen Wunder. Allein schon, dass du hier bist, auf dieser Erde, ist ein Wunder. Du bist von einer energetischen Ebene in eine Materie getaucht. Allein dein Körper ist ein Wunder. Allein deine Schöpferkraft ist ein Wunder. Entmystifiziere den Begriff Wunder. Wunder gibt es nicht. Wunder ist das Natürlichste im Universum. Du bist ein Wunder. Jedes andere Lebewesen, jeder andere Mensch ist ein Wunder. Wenn du dich mit deinem Herzlicht verbindest, verbindest du dich mit den Wundern des Universums, einem unendlichen Feld an wunderbarer Energiefrequenz.
Tauche ein in dieses Meer aus Wundern. Leiste nicht länger Widerstand. Gib dich den Wundern hin. Öffne dich, empfange. Ich wähle Wunder. Ich wähle Liebe. Ich bin das Wunder. Ich bin Liebe. Shifte jeden Tag dein Bewusstsein auf diese Energiefrequenz. Du wählst. Wähle bewusst. Wähle weise. Wähle liebevoll, wähle die Frequenz der Wunder. Nukturai, Nukturai, Amatmal, Konstramant, Nukturai, Fostratant, Ambramam, Nukturai. Danke von Herzen an das Council of Light, an die Erzengel, an alle lichtvollen Wesen, Spirit Guides, Göttinnen, die Christusenergie, die uns jetzt eingeweiht haben in die Frequenz der Wunder, in das Geheimnis des Wunders, der Wunder, das eigentlich gar kein Geheimnis ist, sondern das ist ja alles in uns. Ja, ich wünsche dir einen ganz wundervollen Juni. Ganz wundervolle Transformationszeit, dass du immer öfter dich erinnerst an deine Essenz, eintauchen kannst, die wirklich verkörpern kannst und ja, wie im Alignment sein, wie es auf Englisch so schön heißt. Also wirklich die Verbindung zwischen Himmel und Erde und das auch wirklich fühlen und verkörpern kannst und auch ausstrahlen natürlich. Und wenn dich das Video inspiriert, die Engelbotschaft, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du das teilst, wenn du das likest, wenn du auch meinen Kanal abonnierst. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir uns im Goddess Awakening Circle begegnen. Lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.